Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GTA-Event-Woche. Ich würde auch sagen, ich fange auch direkt an und rede gar nicht mehr lange drum rum. Also es ist die Event-Woche vom 13.10. So, und zwar ist ja seit letzter Woche in GTA Halloween und da gibt es jetzt wieder einen neuen Modus, beziehungsweise gab es den schon ein bisschen länger, und zwar einmal den Slasher-Gegner-Modus und den Alien-Überlebungskampf-Modus. Und der kommt halt immer nur zu Halloween raus und der ist jetzt gerade in GTA Online verfügbar. Da gibt es auch gerade Doppel-GTA und RP, also einmal auf den Slasher-Gegner-Modus, dann auf den Alien-Überlebungskampf und dann auf die Spezialfahrzeug-Arbeitsmissionen, also da auf die Mission. Gibt es nochmal Doppel-GTA und RP. So, jetzt haben wir auch 7 neue Community-Jobs und da gibt es auch diese Woche Doppel-GTA und RP drauf. So, jetzt hätten wir noch 1,5 GTA Dollar und RP auf die Spezialfrachtverkäufe. So, dann ist jetzt ab heute auch in GTA Online ein neues Fahrzeug erhältlich. Und zwar ist das der Obermacht Green Red. So, den seht ihr hier auch gerade. Und zu dem Wagen werde ich auch nochmal ein extra Tuning-Video machen. Also, wo ich dann den dann ein bisschen tune und teste. Ich werde mir den jetzt auch einmal rufen. So, dann können wir ab dieser Woche 200 Laternen, so Halloween-Laternen, sammeln. Und wenn wir dann alle 200 gesammelt haben, ich glaube, am Tag kann man so 10 Laternen ungefähr sammeln, dann kriegen wir eine fette Belohnung. Was das genau für eine Belohnung ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Eventuell werde ich da nochmal ein extra Video drüber machen. Auf jeden Fall wisst ihr da jetzt Bescheid. So, jetzt haben wir neue Luxusautos bei diesem Luxusautohaus. Da blende ich euch hier mal die beiden Bilder ein von den Fahrzeugen. So, im Hintergrund seht ihr es auch gerade schon, das ist der neue Wagen. Ist eine Art Limousine. Ich glaube, in echt soll das BMW darstellen. So, dann, wo war ich stehen geblieben? Bei Simons Showroom gibt es auch neue Fahrzeuge. Blende ich euch, wie gesagt, hier auch mal Bilder ein. So, jetzt das HSW-Teststreckenfahrzeug ist diese Woche die Sacker Hacky Drag. Das ist auch wieder nur für die neuesten Konsolen, sprich PS5, Xbox SX Serie verfügbar. So, dann würde ich jetzt sagen, mache ich auch schon die Zeitrennen. Als erstes halt das HSW Zeitrennen. Ich gucke gerade mal, wo das ist. Ah, hier unten ist es. Und zwar am Hafen, das ist Terminal. Ist wie gesagt auch wieder nur für die neuesten Konsolen verfügbar. So, das ganz normale Zeitrennen ist diese Woche von einem Ende zum anderen. Und das RC Mandito Zeitrennen ist diese Woche hier. Und das ist im Little Salt Park. Zu den drei Zeitrennen habe ich auch schon Videos gemacht. Also wenn ihr Schwierigkeiten habt, dann schaut euch das ruhig mal an. So, dann das aktuelle Preisfahrzeug, was ihr im LSK mitgewinnen könnt, ist der Shedder. Den gewinnt ihr, indem ihr Top 1 in Verfolgungsrennen werdet. Und das für 2 Tage in Folge. So, dann das aktuelle Podiumfahrzeug im Casino ist der Fister Astron. Und da blende ich euch hier mal ein Bild ein. Das ist eigentlich ein echt cooler SUV. Und der kostet normalerweise auch richtig viel Geld. Ich weiß es ja nicht genau, wie viel genau. Aber auf jeden Fall, wenn man den gratis kriegt, dann ist das eigentlich mega cool. Und ich finde den Wagen auch so ganz cool. Also versucht dann unbedingt diese Woche zu gewinnen. So, dann kriegen wir die Twitch Prime-Mitglieder 100.000 GTA-Dollar geschenkt, wenn sie sich einmal diese Woche in GTA Online einloggen. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Fahrzeugrabatten. Und zwar gibt es 50% auf den Vampin Illy. Dann auf den Canis Corusa. So, jetzt gibt es noch 50% auf den Exambler. Wie gesagt, da bringe ich hier wieder Bilder ein. Dann auf den Anis Headless S. So, jetzt hätten wir noch 40% auf den Spectre. Dann auf den Nakazaki Outlaw. Und auf den Dinker Video Classic. Das ist dieses, wie nenne ich das, dieses Cat Card, ist dieses Dinker Video Classic, ist eigentlich auch ganz cool. So, jetzt gibt es noch 30% auf den Vampin Dominator GTT
und auf das Western Death Bike. Das ist dieses Bike aus der Arena. Ist eigentlich auch ganz cool. So Immobilienrabatte haben wir noch. Da haben wir einmal 40% auf Spezialfrachtlagerhäuser und auf die Fahrzeuglagerhäuser. Ja, wenn ihr noch kein Fahrzeuglagerhaus oder Spezialfrachtlagerhaus habt, dann holt euch das unbedingt diese Woche. Ist halt im Angebot und sonst kostet das halt 40% mehr. Das war's jetzt auch schon mit der aktuellen Eventwoche. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die so findet. Ich finde den neuen Wagen eigentlich so ganz cool. Also darüber werde ich, über den Wagen werde ich auch nochmal ein Tuning-Video machen. Und ja, die Verdienstmöglichkeiten sind eigentlich auch auf jeden Fall ganz profitabel. Ja, schreibt das mal alles in die Kommentare, wie ihr die findet. Findet ihr die schlecht, mittel oder gut? Und dann ja, würde ich mir nochmal ein Like freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA-Land verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute!